Ja, willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Serie. Wir haben jetzt diesmal eine kurze, flache Strecke und Teams sind diesmal Florian und ich gegen Dirk und Christian. Fahren jetzt hier noch zu viert hintereinander her. Der Stint hat gerade gestartet und ja, man sieht gleich, Dirk greift jetzt hier an und Florian, der von hinten kam, geht jetzt mit Dirk mit. Und Christian und ich fahren dann jetzt hinterher. Überlegen noch, ob wir jetzt happy sind mit der Zusammensetzung oder nicht. Haben uns halt entschieden, zu zweit so Tempo ein bisschen hinterher zu fahren. Keiner verausgabt sich natürlich so richtig. Aber Christian ist ja auch ein relativ starker Sprinter. Der wollte natürlich da auch noch eine Rolle spielen. Wo ich natürlich dann auch aufpassen muss. Und ja, wir fahren jetzt zu zweit ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen hinterher. Und schauen uns mal an, wie sich das jetzt entwickelt hier. Die anderen haben einen relativ guten Vorsprung gleich. Und man kann sie zwar immer noch sehen, aber es sind ja so 2 bis 3 Meter. Und jetzt sage ich, Mensch, komm, alles klar, ich greife hier mal an, versuche eventuell ranzuspringen. Christian ist gerade kurz vorne gefahren, aber er hat gar kein Problem, hinten dran zu bleiben. Und von daher bleibt das ja so, wie es ist. Und wir fahren dann wieder weiter ganz normal hinterher. Man kann sie vorne so ganz leicht sehen, das sind so vielleicht 150 Meter. Und ja, so halten wir den Abstand. Und dann gab es jetzt auch keine weiteren großen Angriffe mehr. Was die vorne bekriegen sie natürlich auch ein bisschen, fahren ein bisschen zusammen, ab und zu tritt meiner an. Aber bleiben im Großteil erstmal zusammen. Dann sind wir jetzt auch schon im letzten Drittel des Durchlaufs. Und wir sehen, wir haben die beiden jetzt fast eingeholt, haben so 50 bis 100 Meter. Aber die letzte Lücke möchte natürlich immer keiner so richtig schließen. Ja, hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt. Im Klar möchte man den anderen nicht ranfahren und dann springt er plötzlich rüber. Deswegen dengeln wir immer so ein bisschen hinterher. Florian hat vorne gerade kurz mal Dirk angegriffen, aber Dirk war auch wieder aufmerksam und hat das natürlich gesehen. Und so sind wir jetzt, fahren wir schön im Abstand hier wieder hinterher. Und fahren jetzt wirklich fast auf die beiden auf. Ja, ich fahre jetzt nochmal ran. Drücke nochmal ein bisschen mehr, damit dann auch ja, die Lücke geschlossen wird. Und man sieht es gleich, in dem Moment dreht sich Dirk halt oben, sieht das, dass wir fast dran sind. Und geht dann links raus und greift an. Ich rufe noch zu Florian, ne, dass er es gleich sieht. Und er versucht mitzugehen, aber die beiden haben sich vorher natürlich schon ordentlich bekriegt. Und ja, muss Florian jetzt auch leider abreißen lassen. Ich kriege das natürlich mit und weiß alles klar. Jetzt müssen wir zu zweit dann hinterherfahren und versuchen, ihn zusammen möglichst einzuholen. Hat natürlich den Nachteil, Christian kann sich hinter mir ausruhen und kann nur mitfahren. Aber das ist natürlich die einzige Chance, die wir jetzt noch irgendwie haben. Ja? So, ich fahre jetzt an Flo vorbei. Er geht auch direkt gleich hinten rein. Und ja, wir versuchen zu zweit hinterherzufahren. Das Ziel ist jetzt noch ein knapper Kilometer und Dirk hatte schon einen riesen Vorsprung. Ja? Also es ist ja wirklich knapp. Da müsste er, man weiß natürlich nicht, wie es ihm jetzt geht. Er hat natürlich auch jetzt viel investiert in den Ausrissversuch. Aber man sieht, wir fahren jetzt hier nur 44. Da ich bin natürlich auch ein bisschen platt. Da wird es dann schwer, ihn einzuholen. Ne? Also viel langsamer wird der Dirk da vorne nicht fahren. Florian wechselt jetzt nochmal durch. Und jetzt, man sieht da ein bisschen entfernt schon 500 Meter das Ortsschild. Also ist jetzt quasi schon klar, okay, Dirk holen wir nicht mehr ein. Das heißt, der Plan ist jetzt wie folgt. Damit wir noch wenigstens den zweiten Platz halbwegs irgendwie sichern können für das Team, rufe ich jetzt zu Flo, fahr einfach vor und lass jetzt wieder eine kleine Lücke aufgehen. Damit quasi Christian jetzt nicht bis zum ja, Sprint hier gezogen wird. Und ich lasse ein bisschen mehr aufgehen. Jetzt muss Christian natürlich an mir vorbeifahren. Ich gehe mit. Und in dem Moment, wo er halt links reinfährt, aufhört zu treten, gehe ich halt dann vorbei und sprinte halt dann direkt. Ja. Hat noch den zweiten Vorteil, dass Christian ist halt hinter Flo eingeklemmt. Und wenn ich dann an Flo vorbeifahre, muss er erst warten, bis ich vorbei bin. Und kann dann erst in meinen Windschatten gehen. Und so habe ich ein bisschen mehr Momentum und kann jetzt wenigstens den zweiten Platz noch für uns sichern. Ja. War ein kurzes Format, hat aber auch wieder mega Spaß gemacht. Ist vielleicht aus dem Angucken ein bisschen einfacher. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, mehr Power.